Hallo Freunde, endlich geht's weiter mit Let's Play FIFA 13. Tut mir leid, dass es wieder eine etwas längere Pause gab, aber die Homepage und es nimmt alles sehr viel Zeit ein. Und ja, ich habe ja auch noch einen Job. Und ja, auf jeden Fall spielen wir jetzt erstmal weiter FIFA. Nächstes Spiel ist gegen Eintracht Frankfurt. Die Überraschungsmannschaft der Saison. In Wahrheit. Also in Real. So, die Fitness, ja, die geht bei den meisten noch in Ordnung. Und ja, dann war es jetzt wirklich die Arena in komplett roten Trikots. Ah, das ist ja hart. Spielen wir mal eine Runde. Komm. Und los geht's. Ja, ich habe ja noch ein bisschen Zeit mit FIFA 13 Let's Play. Ich möchte wahrscheinlich nächstes Jahr Ende September, Anfang Oktober wird FIFA 14 rauskommen. Bis dahin möchte ich so viele Titel wie möglich sammeln. Mit Schalke, aber auch eventuell mit der ein oder anderen Mannschaft. Dann nicht national, sondern dann eher international. Ich denke an England oder Spanien, Italien nicht, eher weniger. Ja, das werde ich auf jeden Fall noch bei FIFA 13 versuchen, auf jeden Fall so viele Titel wie möglich zu sammeln und dann auf FIFA 14, aber ist ja noch lange, sind ja noch 10 Monate bis September. Und ja, was kann ich eigentlich sagen zu Sachen News und Homepage? Ja, läuft, ne? Der Shop ist gerade im Aufbau. So, das Grundgerüst steht. Und ja, mir fehlen halt noch die ganzen, ich muss die Artikel noch unter anderem mit in die Datenbank packen und Preise festlegen und Versandkosten und bla bla bla. Halt das Übliche eines Shopbetreibers. Und ich kann euch eins schon über den Shop verraten, es wird nicht nur, ich sag jetzt mal, Fansachen von Games Ranking geben. Es wird auch noch das ein oder andere geben, was so für den Alltag zu gebrauchen ist, sage ich jetzt mal. Was aber schon mit dem Thema Games Ranking zu tun hat. Im weitesten Sinne. Und ja, ich bin gerade halt ein bisschen noch am Überlegen, was für Artikel ich noch mit in den Shop einbinden werde.
Und ein paar habe ich schon. Ein paar Ideen. Die werde ich auf jeden Fall mit reinbringen. Und da werde ich mir noch das ein oder andere überlegen und auch ein paar gute Preise machen. Vor allen Dingen in der ersten Zeit, in der der Shop neu sein wird, werden die Preise dann geringer sein. Also berate ich euch, anfangs dann direkt zuzuschlagen. Ansonsten die Homepage, wie ihr vielleicht schon bemerkt habt, ist die Homepage gerade komplett offline. Nur noch mit Benutzernamen und Passwort zu erreichen. Ja, das liegt einfach daran, weil ich die komplette Homepage gerade umstrukturiere. Und während ich euch das hier alles erzähle, schießt Eintracht Frankfurt gerade das 1:0. Ja. War aber auch ein dicker Schnitzer von Escudero, war's. Ganz dicker Schnitzer. Aber da mache ich mir keine Sorgen. Obwohl ich gerade über Titel gesprochen habe. Dieses Jahr wird das eh noch nichts. Dieses Jahr wird das noch nichts. Aber dieses Jahr war auch nicht so das Ziel, direkt deutscher Meister zu werden oder sowas, sondern eher Champions League und eventuell den DFB-Pokal. Als kleines Trostpflaster dann. Ich weiß gar nicht, gegen wen ich im DFB-Pokal als nächstes ran muss. So, jetzt komm, Holt, die Lauf genau da. So, jetzt aber. Ach! Naja. Also, nochmal, um nochmal zur Homepage zurückzukommen. Es wird auf jeden Fall ein großer Shop werden, in dem es nicht nur Games-Ranking-Sachen gibt, auch handelsübliche Sachen. Was genau, verrate ich euch noch nicht, das wird eine kleine Überraschung. Und ihr werdet auf jeden Fall überrascht sein. So viel sage ich schon mal. Und jetzt konzentriere ich mich wieder aufs Spielen, sonst verkacke ich das hier vollends. Nochmal einen Angriff. Ah, nee. Halbzeit. Ich glaube, ich habe aber ein bisschen zu viel gequatscht, um mich aufs Spielen gleichzeitig zu konzentrieren. Schade eigentlich. Anfangs hatte ich so eine richtig kleine, aber feine, druckvolle Phase. Die aber dann leider auch wieder verpufft ist. Jetzt ist hier Frankfurt gerade seit einiger Zeit am Drücker, aber jetzt. Ey, keiner läuft mit, ne? Kann das sein? Komm, Huntelaar, den hast du. Den hast. Ach! Jetzt lässt er sich abdrängen hier. Komm, komm, den hast du, genau, da, super. So, jetzt lauf, lauf, kriegst du den, kriegst du den, kriegst du den, du kriegst den nicht. So, jetzt aber Huntelaar. Nee.
was macht der Kyriakos? Aber super geklärt von Benedikt Höwedes. Och! Lecco mio. Jetzt laufe aber da. Komm. Julian. Irgendwie ist... Oh, wo dümpelt er denn rum? Das gibt's doch nicht. Auswechseln, sofort. Formation, ich muss das Spiel... Na, es... Ich will nur zwei Defensive haben. Oder da 4-3-3 Offensiv. Kader. Ja, rechtes... Gut, linkes, gut. Er muss auf den rechten Flügel. Er geht auf den linken Flügel. Zentral offensiv. Affelei. Na, was mache ich denn hier? So. Und er zieht direkt die gelbe Karte. Was ein Horst. Ui. Komm, den kriegst du. Er kann nämlich nichts. Sag ich doch. Jetzt Draxler. Tor! Julian Draxler! So, jetzt ist aber... Ah! So, jetzt ist mehr drin. Jetzt habe ich Blut geleckt. Oh, Ibrahim Affelei und... Ah, schade. Was ist jetzt los? Komm, den hast du. Ja, komm, spring nicht so. Ja, schade, komm. Jungens, das gibt's nicht. Schön gemacht. Schlechter Pass. Ach. Mist. Immerhin 1-1.
Ja, aber ey. Gar nicht mal so schlecht, ja. Eintracht Frankfurt war direkt hinter mir. Die habe ich hinter mir gelassen. Und darauf bin ich jetzt erstmal stolz. Ja. Der nächste Gegner wird der HSV sein. Das wird natürlich auch eine harte Nummer, weil die weit vorne in der Tabelle sind. Aber wenn ich die besiegen kann, ne? Junge, Junge, Junge. Dann, ja, das war... Das ist... Nein, das ist nicht... Aber das wäre es natürlich schon gewesen, ey. Ja, das will ich nicht mehr gucken. Ja, Draxler. Mit Abstand bester Spieler, ey. Aber jetzt muss ich erstmal Verträge. Nationaltrainer auf Pferde. Offerte. Norwegen. Uiuiui. Zögere ich noch ein bisschen. Jetzt gehe ich erstmal in die Verträge gucken. Wer alles. Da mussten aber einige verlängert werden. Der Hunter muss verlängert werden. 25. Und aber auf 4 Jahre. Holtby. Wird aufgestockt auf. Na, Vorstand, ich mach 70 und 5 Jahre. Netzelder, Piazik. Ach, die brauche ich nicht. Aber wen haben wir noch? Ich habe gerade Hürwedes gesehen, meine ich. Ein Jahr, ja. Hürwedes verlängern auf. Der wird aufgestockt 80 und auch 5 Jahre. Draxler. Den muss ich nochmal 5 Jahre direkt draufhauen. Ah, 3 Jahre, das reicht eigentlich noch. Verfahren 3 Jahre. Eigentlich dürfte es noch reichen. Ah, direkt hinterher gegen den HSV und danach direkt gegen Gladbach. Junge, 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 Junge.